übrigens wieder Backen zu erwerben. Ja, das Wetter hat mitgespielt. Es ist schön, dass ihr noch da seid. Die Friedensbewegung hat so viel zu tun, wir kommen kaum noch zum Durchatmen. Wir könnten täglich demonstrieren, um nichts zu vergessen. Und doch geht es immer um dasselbe. Wir wollen keinen Krieg. Der Krieg ist ein Verbrechen an der Menschheit. Ich bin deshalb entschlossen, keine Art von Krieg weder direkt noch indirekt zu unterstützen und an der Beseitigung aller Kriegsursachen mitzuarbeiten. Das war die Selbstverpflichtung der Warriors, das Internationale der Kriegsdienstgegner, die damals den Anstoß gaben zu Marschaktionen, die dann wiederum zum ersten Ostermarsch 1952 in London führte und dem wir uns hier heute immer wieder und immer noch anschließen. Wie gesagt, wir haben ganz viel zu tun. Ich möchte nur auf drei Dinge, vier Sachen erstmal jetzt, bevor dann Jana Zahn nochmal singen wird, aufmerksam machen. Am 24. und 25. Mai findet die ILA statt, draußen kurz vor Potsdam. Das ist die größte Luftschaumesse, wo man aber auch sie so benennen könnte als Luftwaffenschaumesse. Da gehen die Eltern mit ihren Kindern hin, weil es da so schicke Flugzeuge gibt und weil man da so schicke, tolle technische Neuerungen sehen kann. Aber die Bundeswehr ist wirklich ein ganz, ganz großer Aussteller dieser Messe und sie wird immer noch so gehandelt, als wäre das eine zivile, weiß ich, irgendwie, wo man schicke Passagierflugzeuge bewundern kann. Wir werden dort anwesend sein und mit einer Aktion und es wäre schön, wenn ihr uns unterstützt. Am 24. Juni gibt es um 9.30 Uhr, ich sage es jetzt schon mal für alle, die ihr iPhone schon mal parat haben, schnell eintippen als Termin, am 24.06. um 9.30 Uhr auf dem Bebelplatz von der Initiative Legt den Leo an die Kette eine Rüstungsexporte gegen Manifestation. Am 1. Mai gibt es um 18 Uhr auf dem Lausitzer Platz wie immer eine Mai-Demo und nächsten Samstag hat die NPD eine Veranstaltung an, die will sich treffen am Moritzplatz in Kreuzberg um 12 Uhr und es wäre ganz schön, wenn da so viele Leute wären, dass für die NPD kein Platz ist. Das so im Schnelldurchgang, das was so alles jetzt so gerade in der nächsten Zeit ansteht. Wir hoffen, dass ihr dabei sein könnt und noch mehrere mitbringt. Wir danken jetzt erstmal schon mal Nümmes, dass er so freundlich war und uns seine Anlage zur Verfügung gestellt hat, damit wir überhaupt diese Kundgebung abhalten konnten.